Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen, liebe Leute, zu Dorfromantik. Ich freue mich mega. Ich habe den Key zur Verfügung gestellt bekommen, sage ich gleich vorab, von Tucana Interactive. Das ist Publisher und Entwickler zugleich. Ein Vier-Mann-Team aus Berlin. Ich habe hier auch gerade die Website aktiv. Schauen wir uns die ganz kurz an. Ist nämlich super süß hier mit der Papagei Tucana Interactive. Und vier Leute aus Berlin arbeiten gerade an dem Spiel Dorfromantik. Man kann es ab 25. März vorbestellen und kaufen. Und ich habe es eben vorab bekommen und ich freue mich mega. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe mich instant verliebt darin. Das sieht so geil aus, liebe Leute. Und wir spielen das einfach mal. Ich werde es ohne Flyer erklären. Gar kein Problem. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz die Einstellungen an von Dorfromantik. Ja, spielt auf Vollbild, natürlich auf den Einstellungen. Sprache Deutsch, FX Lautstärke ein bisschen runtergeballert, weil ich finde die Musik richtig gut und die soll einfach gut wirken. Und FX brauche ich nicht unbedingt. Kreativmodus ist noch nicht verfügbar. Wir spielen den klassischen Modus. Ja, wir wollen ein neues Spiel starten, komplett mit euch rein. So, und das sieht jetzt so ein bisschen vielleicht aus wie Siedler von Catan, von den Blättchen. Und es ist einfach so, dass man startet auf diesen einen Kachel und man erweitert das um die Kacheln, die ihr da unten seht. Und das bleibt nicht nur bei Wald, sondern wir sehen hier schon zum Beispiel Schienen und dann kommt noch Wasser dazu. Und das ist so geil animiert. Feier ich mega. Und es ist nicht nur platzieren, sondern es sind auch Quests mit damit verbunden. Ja, ich wollte das Spiel eigentlich, also fangen wir es mal an und dann labere ich noch dazu. Wir können jetzt überlegen, wo wir das Ganze platzieren. Ja, dann machen wir das hier mal. Plus 5 bedeutet, das ist eine Quest und wir müssen 5 von diesen Waldfeldern aneinander reihen, damit die Quest erfolgreich ist. Jetzt wäre es quasi... Jetzt wäre schon abgeschlossen, die Quest. Okay, ist interessant. Aha. Okay, das verstehe ich gerade nicht, warum da 5 steht und das dann abgeschlossen wäre. Was wir hier sehen, ist das erste Gleis, das wir dann verlegen können. Und da können wir uns jetzt überlegen, wo wir das machen werden. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das hier machen. Wir haben dahinter gleich noch ein Gleis. Das Gleis kann nicht hier reinführen, also wir sehen schon, es dreht sich, also ich kann mit dem Mausrad drehen und man sieht, aber ich kann es nicht in bestimmte Richtungen drehen, ich kann es nämlich nicht so drehen, dass es quasi endet in diesem Wald hier drinnen, sondern es muss irgendwie eine Weiterführung haben und dann führen wir es doch in diese Richtung weiter, dann können wir uns da ein bisschen mehr expandieren. Da haben wir jetzt wieder ganz normales Waldfeld, ist aber nicht ein besonders großes Waldstück, sondern nur so ganz wenig, so ein Teil. Deswegen werde ich das hierher packen, so an den Rand vom Wald. Dann haben wir eine große Siedlung. Die könnte ich ja vielleicht auf die andere Seite geben. Und dann geht es wieder weiter mit einem Waldstück. Ein großer Wald, das ist sehr nice. Jetzt scheinen wir diese Quest erfüllt zu haben, weil es hier gerade Punkte gab. Und es ist auch so, wenn wir diese Quest erfüllen, dann bedeutet das, dass wir mehr von den Steinen hier unten bekommen. Das heißt, dass es weitergeht, weil ansonsten wäre es nach 35 Plättchen zu Ende und man hätte ja verloren, kann man quasi sagen. So, da haben wir doch auch gleich noch das mit dran. Das sieht doch auch sehr knuffig aus, wenn wir da eine Stadt bauen und die Stadt so einigermaßen miteinander verbunden ist. Ja, das wäre eigentlich ideal hier. Das sieht doch echt ganz nice aus, ne? Machen wir das erstmal so. Da sehen wir schon das erste Wasserfeld. Leider kein Startfeld, sondern nur so ein endenwollendes Feld. Das bauen wir vielleicht so hin. Da haben wir dann noch viel Platz, um dann noch andere Sachen zu bauen. Und ja, dann geht's schon los mit dem Wasser. Jetzt ist die Frage,
wie wir das bauen und wo wir uns das Ganze hinbauen. Ob wir das Wasser, oh, da kommt immer mehr Wasser, ob wir das vielleicht, weil auch hier ist es so, es ist genau wie bei den Gleisen, dieselbe Mechanik, man kann nicht die Wasserfläche irgendwo enden lassen. Und deswegen muss man sich da genau überlegen, wo man das hinpackt. Nicht, dass man einfach dann irgendwo in der Mitte ein Wasser stehen hat und rundherum nichts anbauen kann. Bauen wir das vielleicht mal da irgendwo in die Ecke. Dann haben wir da ein Waldfeld. Oh je. Da habe ich mich aber ordentlich limitiert. Ich mag das halt sehr schön bauerisch gestalten und limitiere mich da dadurch gerade ein bisschen. Naja, machen wir es mal so. Wasser. Wasser sieht so süß aus, weil wir sehen da schon ein kleines Bötchen. Ja, und es ist so herzlich animiert. Schaut euch das mal an, wie das Boot dann wirklich da entlang fährt. Und wenn es am Ende ist, dreht es wieder um und fährt wieder zurück. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das ausschaut, wenn wir eine riesige Wasserfläche haben. Wie cool das dann herumcruist. Kommen auch mehr Boote dann zum Beispiel noch dazu. Je nachdem, wie man denn seine City so ausbaut. Machen wir es mal in diese Richtung. So, dann haben wir hier ein Feld, ein Anbaufeld. Machen wir das mal in diese Richtung. Erringen Highscore von 2500 Punkten, wählt mehr, bete ein Gewässer mit mindestens 50 Wassersegmenten und schließe insgesamt 5 Spieler mit mindestens 5000 Punkten ab. Das ist so Long Term, was wir denn so tun sollten. Gut, wir gehen hier weiter mit der Bahn. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Das kann man eh nur in diese Richtung drehen. Oder wir bauen in die Richtung uns das Wasser aus. Aber ich glaube, das passt vielleicht ganz gut, wenn wir das machen. Da hat das Schiffchen ein bisschen mehr zum Rumfahren. Die Stadt werden wir in diese Richtung starten. Da haben wir so die ersten Ausuferungen von der Stadt. Die hauen wir daher. Und dann haben wir hier wieder, schon wieder Gleise. Das hier würde ich jetzt relativ ungern machen, weil wir sind dann sehr limitiert hier und müssen dann das eigentlich gleich enden lassen, was nicht so cool ist. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten baue. In diese Richtung könnten wir es machen. Vielleicht machen wir es erstmal so. Da haben wir wieder ein bisschen Feld. Bei den Feldern sehen wir auch, das ist wieder eine Quest, die wir erfüllen müssen, wo wir wieder mehrere Felder nebeneinander packen müssen. Hier brauchen wir übrigens noch eins, ein Gleisfeld. Da brauchen wir noch 96 von dem Wald. Hier brauchen wir noch 4 Häuser, die angrenzen. Und genau, dann kann man sich natürlich immer überlegen, was man da befriedigt. Hier könnten wir die Felder erreichen, hätten dann wieder einen Punkt mehr geschafft. Oder wir sagen, wir gehen da in Richtung von dem Wald und müssen dann natürlich auch aufpassen, wo wir das platzieren. Ich glaube, hier dieses X bedeutet einfach, dass wir dann abgeschlossen hätten mit dem Wald und dass es nicht mehr weitergehen kann. Da bräuchte man jetzt eigentlich ein volles Waldfeld. Das würde auf jeden Fall helfen, damit wir an der Quest irgendwie weitermachen können. Das heißt, ich möchte mir das nicht unbedingt verbauen und werde das vielleicht irgendwie so anbauen. Und da brauchen wir dann richtig fette Waldfelder, um da weiterzuführen. Da hätten wir wieder Häuserchen. Die Häuser können wir maybe hier platzieren. Da grenzt es an dieses eine Feld hier und nicht an mehr. Ja, oder wir machen so. Geht, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, auch okay. Dann haben wir hier noch 2 Häuserfelder, die voneinander wegführen können. Man sollte immer schauen, dass man es irgendwie miteinander connectet. Wie mache ich das mit dem Wald? Oh, das sieht auch herzig aus. Ja, machen wir das vielleicht mal so. Ich lasse mir da noch sehr viel offen.
Da kann ich es gar nicht anschließen. Nee. Okay, das muss gerade in diese Richtung führen. Dann machen wir das doch auf diesem Wege. Irgendwie so, dass ich nach rauf noch bauen kann. Ja, genau. Seht ihr das? Das ist der Start von den Gleisen. Das ist ja mal cool. Dann haben wir mal einen Startpunkt für die Gleise. Das ist gar nicht so verkehrt. Was ich leider nicht machen kann, ich kann hier nicht durchscrollen und kann nicht sagen, diese 32 schaue ich mir jetzt an. Dadurch plant man oft vielleicht ein bisschen falsch oder man weiß es halt vorher nicht besser. Und vielleicht kommt jetzt noch eine tolle Kurve, sodass ich sagen könnte, hier, ich baue das daher und kriege als nächstes eine Kurve. Aber das weiß man einfach leider nicht. Hier wollten wir eigentlich den Wald weiterbauen. Das heißt, hier darf ich es theoretisch gar nicht bauen. Dann sollte ich es hierher bauen. Ich kann es natürlich auch daher bauen, dann hätte ich die Quest abgeschlossen. Aber dann hätten wir einen Bahnhof von dort weggehend. Kann man natürlich auch machen. Ich könnte jetzt hier auch eine kleine Linie durchführen lassen und einfach sagen, das hier ist generell unser Waldstück. Und da drüben baue ich dann erst so richtig die Eisenbahn. Das, diese Überlegung stelle ich mir gerade. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was findet ihr besser? Ich hätte gedacht, sonst mache ich hier meine Anbauecke. Hier die Häuserecke, da kommt das Wasser und hier kommt dann eben entweder Wald oder die Eisenbahn. Wäre lustig, wenn die da einfach nur so im Kreis fährt. und wenn wir hier vielleicht weitermachen mit der Bahn. Machen wir das. So. Ja, das ist natürlich ein ideales Feld. Das wollen wir natürlich haben. Eine schöne Windmühle. Die soll sich auch schön in Richtung Kamera drehen. Das ist ein tolles Feld, weil das ist in alle Richtungen offen. Da kann man sehr schön weiterbauen. Wasserfeld ist geil. Ich glaube übrigens, dass ich hier nicht ändern kann, dass man irgendwie die... Ich nehme mal das zurück. Ich hatte auch gar nichts gesagt. Doch, man kann es machen, geil. Man kann hier die schöne Spielgrafik drehen und man kann auch so ein bisschen rein und raus zoomen. Wow, ist das herzig? Es ist so cool gemacht. Es ist so hübsch gemacht, liebe Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Was mich ein bisschen stört, dass ich offenbar nicht... Okay, auch noch das nehme ich zurück. Okay, auch das geht. Auch hier kann man noch ein bisschen die Welt herauszoomen. Gut, wo bauen wir denn weiter? Wie machen wir das denn? Es ist übrigens auch super herzig gemacht. Schaut euch mal das Feld an. Das hat jetzt in alle 6 Richtungen Wasser. Und wenn man es daher gibt, dann ist das total smooth eingearbeitet, sodass es zu den 4 Seiten auf der Seite, die bereits umkreist sind mit Grünland, dann auch wirklich sich eingrenzt in dieses Grünlandgebiet. Und das sieht hammergeil aus. Und das sieht richtig, richtig atmosphärisch aus. Und hier kommt dann so ein Wasserarm raus, der dann eben wieder dabei hilft, dass hier... dass alles smooth ineinander überläuft. Boah, ist das nice, Alter. Ich feiere es. Und ein zweites Bildchen haben wir auch. Mann. No Gewalt. Es ist der schlechte Wald. Der schlechte Wald, den wir nicht unbedingt haben wollen, weil er nicht zu allen Seiten aktiv ist. Hier würden wir die Wildquest offenbar wieder beenden. Hier würden wir sie weiterführen. Ja, vielleicht das hier, oder? Oh, bei beiden, da wird man sie in beide Richtungen aktivieren. Das ist natürlich auch nett. Dann haben wir so ein Häuschen direkt an den Gleisen. ja, da kommen weitere Gleise auf diese Seite.
Okay, oh Gott, diese Waldfelder, die sind nicht so gut. Die helfen uns gerade nicht so gut, dass wir da gut weiterbauen können. Drehen wir das Ganze mal ganz kurz und schauen uns das mal an. Das hier war unser Startgebiet, ne? Vielleicht merke ich mir das. Ja, unsere Stadt wird mal richtig groß werden und dann, ja, dann weiß ich vielleicht nicht mehr, wo ich genau angefangen habe. Es war dieses leere Feld hier, wo sonst gar nichts ist. Okay, da würde ich die Wildquest beenden. Da würde ich plus 10 adden. Und dann müsste ich da in diese Richtung weitermachen. Ja, machen wir das. Gönnen wir uns das. Wir haben wieder 37 Kärtchen zur Verfügung. Oh, was ist denn das für eine krasse Kreuzung hier? Krasse Kreuzung. Da drehen wir nochmal in die Richtung und schauen wir mal, ob wir das irgendwie anbauen können. Ja, das ist gar nicht gut. Das wäre auch gar nicht gut. Dann müsste es hier enden und das sieht halt sehr seltsam aus. Hier könnten wir das auf der einen Seite enden lassen, wenn wir jetzt noch zwei gerade Stücke finden. Dann würden wir einen kleinen Kreis machen und den Rest irgendwie weiterführen lassen. Oder wir bauen es dann tatsächlich daher und bauen dann da was richtig Großes hin. Da bin ich gerade noch am Überlegen. Machen wir es so. Bauen wir es mal in diese Richtung. Ich habe doch überhaupt keine Idee, wie wir das handhaben wollen. Was man nicht machen kann, man kann... Außer ich übersehe das wieder, aber dann schaut es in meine Kommentare. Ich glaube nicht, dass man hier das Ganze von oben sehen kann, sondern muss quasi immer so ein bisschen ums Eck denken. Ausgezeichnet, aber hallo. Oh, scheiße. Es wird immer mieser. Was sind denn das für Gleise, liebe Leute? Ach, du Scheiße. Ach, ich hätte hier nie anfangen sollen. Oh, meine Güte. Oh, mein. Ja. Das artet gerade ein bisschen aus, was die Gleise betrifft. Ist übrigens so, dass jedes Mal, wenn ihr neu startet, passiert etwas anderes. Das heißt, nichts ist, wie es ist. Ich kann nicht reden. Es ist immer anders, wenn ihr startet. Das heißt, nicht alle Städte schauen gleich aus. Die Städte ändern sich. Genau, ich glaube, das wollte ich sagen. Häuserchen sind dann auf diese Richtung. Okay. Dann kann ich hier weiter anbauen, die Häuser. Ja. Ja, weiß noch nicht genau, wie und was. Machen wir es mal in diese Richtung. Wald. Ein großes, fettes Waldstück. Yippie. Das wollen wir natürlich haben und dafür gab es fette Punkte. Jetzt haben wir unseren ersten Waggon. Ist der niedlich? Den werden wir gleich sehen, wie der in Action unterwegs ist. Und wir fahren... weiß ich noch nicht, wohin. Da könnten wir natürlich rausfahren aus der Stadt. Da wären wir noch sehr offen, was das alles betrifft. Und hier könnten wir es ja eventuell enden lassen. Oder wir bauen irgendwie einen großen Weg hier rundherum zu dieser Passage. Oh yeah, schaut euch das an. Schaut euch das an. Der fährt jeden Arm lang und denkt sich, ach scheiße, da geht's nicht weiter. Und dort fährt er weiter, denkt sich, ach scheiße, da geht's auch nicht weiter. Aber immerhin hatte ich ja schon einen schönen Kreis, wo er rumcruisen kann. Das hier ist auch ein bisschen falsch geplant, also das könnte ich sein mit den ganzen Gleisen bei Transport Fever. Wer sich das Let's Play anschauen mag, herzlich eingeladen. Großer Spaß. So, Felderchen wäre natürlich nice für unser Quest, damit wir bei der Quest weitermachen können. Und es wäre zugleich so ein kleiner Abschluss von diesen Feldern hier, damit wir uns da den Häusern widmen können. Das ist eigentlich perfekt. Das ist eigentlich perfekt. Oh Gott, ganz wenige Häuserchen. Nichts besonders Schönes. Connecten so ein bisschen miteinander.
Aber ja, machen wir es da. Da habe ich eh noch keinen Plan, was wir da machen. Und dann machen wir da zu. Ist auch ein bisschen doof, wenn dann solche Löcher entstehen. Wasserchen. Wasserchen. Was macht man denn mit dem Wasserchen? Da könnte man so einen kleinen Kreis machen, dass sie da rumcruisen können. Wir könnten auch hier zumachen und könnten dann sagen, das Wasser geht eher da unten hin. Ja, machen wir das mal. Dann haben wir wieder Häuser. Häuser hauen wir da richtig rein. Da, genau so, weil wir das gedreht haben. Hervorragend. Okay, das geht nur in diese Richtung. Interessant. Warum dreht sich das nicht in die andere Richtung? Warum kann ich das hier nicht umdrehen? Das müsste doch eigentlich machbar sein. Das verstehe ich gerade nicht. Dann hätte ich den Kreis aber doch hinbekommen, oder? Also hier nicht und dort schon. I don't get it. So ganz verstehe ich es nicht. Ja, aber da machen wir mal zu. Passt schon. Machen wir das mal zu. Und hier haben wir auch was abgeschlossen. Und da fahren schon zwei Schiffis. Oh, ist das nice, liebe Leute. So, wir bauen weiter. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Viele schöne Häuser. Viele schöne Wälder. Wo bauen wir denn die Wälder hin? Sag mal. Da hätten wir was abgeschlossen. Da hätten wir 27 weitere. Ja, was abschließen ist nie schlecht. Dies ist nie verkehrt. 32, wir sind zu allen Seiten hin clean. Gut, da brauchen wir dann irgendwie ein zusammenführendes Gleis. Da müssen wir jetzt auf ein spezielles warten. Da werden wir hier zumachen können, damit wir dann wirklich sagen können, wir haben nur in drei Richtungen alles offen. Ja, da wird es dann schon knapp mit dem Wald. Ich könnte ihn hier natürlich aufmachen. Das sind aber alles geschlossene Wälder. Da habe ich jetzt nicht so auf die Richtung geachtet. Ja, wo machen wir unseren Wald hin? Problem, Zone Wald, würde ich sagen. Machen wir daher. Ist okay. Wasserchen. Wasserchen. Das ist halt so cool, dass es immer anders ausschaut. Okay, da hätten wir das abgeschlossen, die eine Quest. Na, wir haben dann echt bald ein Problem, wo wir die weiteren Geschichten hinbauen, wo wir da die weiteren Felder anbauen. Na, wir haben dann eigentlich nur hier die Option. Ja, über diese zwei und dann irgendwie erweitern. Machen wir mal die Quest. Schließen wir es mal ab. Das passt ganz gut. Weiterer Wald für uns. Hier ist es natürlich auch die Frage, wo ich damit anfange. Ich weiß nicht genau, warum sich da die Zahlen verändern, warum da 367 plus steht und hier 41. Und ja, warum das genau ist, ob sich das einfach, weil ergänzen tut sich so nicht, weil hier ist 11 plus und 32 plus. Schwierig, schwierig. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht schaffen wir das, dass wir da irgendwie wieder zusammenkommen. Oh ja, da natürlich das. Ja, genau das bauen wir. Damit die nicht immer wieder umdrehen müssen, so können sie mal schön im Kreis fahren. Oh yeah. Oh, das sieht so süß aus, liebe Leute. Ein Wahnsinn. Was ich noch ansprechen wollte, ist,
dass ich überlegt hatte, das ganze Projekt als angespielt zu machen. Vielleicht gemeinsam mit dem Anno oder einfach so. Das war meine Überlegung. Und habe mir dann aber gedacht, das Spiel ist so geil, dass ich das gerne länger verfolgen würde, wo ich halt jetzt schon weiß, da möchte ich ein Let's Play davon machen. Und demnach haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das und ihr begleitet mich da auf meine Reise. Ich möchte das nämlich gerne auf regulärerer Basis machen. Sieht einfach so super süß aus. Ich wollte euch das vorstellen, aber nicht nur einfach, indem ich sag hier, das gibt's und fertig, sondern indem ich da wirklich ein schönes, tolles Let's Play mit euch aufbaue. Die Moderation, merkt ihr auch schon, wird ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen mehr in Richtung ASMR geht das Ganze hier. vielleicht alle, die Snowtopia sehr cool fanden, die werden sich hier wahrscheinlich auch wieder finden, weil ja, es sehr nicht... ich kann nicht mehr reden. Weil das nicht so hektisch ist und ein sehr gechilltes Vergnügen uns kredenzen wird, glaube ich. Vor allem sehr gechillt, weil ich manchmal stärker überlege, als ich vielleicht sollte. In welche Richtung baue ich das? Wo mache ich das hin? Soll ich hier lieber ein Häuschen bauen und hier eine Quest mitnehmen? Oder soll ich lieber hier in Richtung der Bäume bauen und dort eine Quest mitnehmen? Man weiß es nicht genau. Wir setzen es jetzt einfach daher und schauen, dass wir irgendwie uns keine Lücken zuschanzen. Das wäre natürlich nice, oder? Dann hätten wir das Ganze hier wieder vollendet. Wir wollten hier irgendwo ein Ende bauen. Da geht es jetzt natürlich nicht, weil hier muss es weiterführen. Wir könnten hier ein natürliches Ende bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann unsere Gleise in diese beiden Richtungen irgendwie erweitern. Gut, liebe Leute, dann soll es erstmal gewesen sein für den ersten Part. Wir zoomen nochmal rein und schauen uns nochmal die Schiffchen an. Das ist das, was wir erreicht haben in der ersten Folge von Dorfromantik. Und ich finde es jetzt schon mega romantisch. Romantisch. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr euch auch schon freut auf den offiziellen Release von dem Spiel aus dem Berliner Studio. Macht mega Spaß und ist mega geil. Ich freue mich auf die Reise mit euch gemeinsam. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.